Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh. Ah, das gibt's doch nicht hier. Okay, na los, wir sind fast da. Mir dann. Oh, Scheiße. Verdammt, sie kommen her! Los, sie kommen her! Lauf weiter, hier lang! Durch den Gang. Komm, Elli! Beweg dich! Beweg dich! Okay, steh auf! Na los! Ja, alter Vater. Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum... Verdammt noch mal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Okay. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Bills Karten. Um, vielleicht du mir was gebrauchen. Na, klar doch. Erstmal allen Stuff sammeln, oder Jod, gell? Hast du jetzt alles? Fertig. Messer verbessert. Okay. Messerhandbuch Band 1 verbessert die Haltbarkeit von Klingenschärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht so mit die Lebensdauer der Klinge. Okay. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon.
Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung! Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Ja, nein. Wir sind was. Hier oben mal kurz um. Zum Kriegen kommen, ne? Hunter-Notiz. Lesen. Eine Gruppe Hunter ist in der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat er ein Rudel-Infizierter und Infizierter sie davon gejagt. Erinnerungen, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Okay. Okay. Ah, Pillen. So. Jetzt können wir maximal Gesundheit aufbessern. 100 A, leck mich doch. Ich bin verarscht. 100. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Irgendwie gefällt mir das. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Autolager. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Wieso dauernd Waffen? Messer und so, das wird so rau. Die hören uns nur, die Drecksviecher da. Nein, die nehmen die gerade mit. Weil ich das Nagelrohr da hab, so nehme ich es einfach mal. Oh je, das hört sich ja schon super gut an hier. Erstmal nachladen hier. Erstmal nachladen. Und die andere Waffe nehmen. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alles, okay? Sag mal, du hast doch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Lecker schmecker. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Komm, brennt, ihr Schlampen! Brennt! Hier drüben! Hilfe! Schon so ein kleines Weicher, oder? Würde mal sein. Bam, bam, bam! Heck, Junge! Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager okay. Holen und zum Osten. Er führt gegen Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill? Joel? Hier lang. Halt deine Klappe. Der ist schon ein bisschen paranoid, oder der Typ. Aber irgendwie ist der cool vor dem Schwätze.
Das war nicht das, wo ich brauchte. Hier schon was. Meine Flasche. Gut. Ziegelstein. Jetzt schon noch eine Runde nachladen. Sind auch wieder Flaschen. Ja, Alter, überall Flaschen. Überall. Na, ja, Pflasterstein. Anscheinend ist hier kein Stuff mehr so wirklich. Scheint so, als ob keiner mehr hier wäre. So ist es halt, gell? Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Nur immer nur das, was sie wollt. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Das hält sie nicht vom Aufbrecher ab. Ne? Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Ah, cool. Teile. Rennt ihr mir jetzt auch hinterher, oder was? Ich will verarschen. Okay, hier runter. Go. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Schwieriger Typ. Oh, wir haben eine neue Waffe. Ich hab da was, das du sehen musst. Cool. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Für die Hölle schnupfen. Das ist eine Nagelbombe. Okay. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Okay. Nagelbomben. Die starken Bomben explodieren an einen Gegner, die in ihre Nähe kommen. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Mit L2 im Bogen geworfen oder mit R2 strategisch platziert würden.